Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LANZ-TV natürlich mal wieder. Und wir sind zurück aus der Länderspielpause und Salzgitter Sturm trifft in der 7. Runde der österreichischen Bundesliga auswärts in der BFSZ-Arena auf die Admira. Und bevor wir zum Sportlichen kommen, unsere Blackies übrigens seit 4 Partien eben ohne vollen Erfolg, gegen die Admira ist ein Sieg ohne Wenn und Aber Pflicht. Beschäftigen wir uns erstmal ein klein wenig mit dem aktuellen Gegner, eben mit der Admira. Zum einen ist die Admira ja schon seit Jahren, würde ich fast behaupten, mal so ein bisschen das Sorgenkind der österreichischen Bundesliga. Man hat auch in der abgelaufenen Saison 2017-18 mit knapp 2.500 Zuschauern im Schnitt den niedrigsten Bundesliga-Zuschauerschnitt eben aller damaligen noch 10 Bundesliga-Vereine gehabt. Und das hat allerdings auch seine Gründe, warum die Admira anscheinend so ein geringes Fanpotenzial vorzuweisen hat. Das eine ist natürlich die eigene Geschichte. Man ist in Wien gegründet worden. Man hat also Wiener Wurzeln. Dazu kam eben 1971 eine Fusion zwischen dem SK Admira und dem SC Wacker. Wurden diese beiden Vereine fusioniert und seitdem heißt der Verein eigentlich Admira Wacker Mödling. Dazwischen gab es dann auch noch so Mitte der 90er ein Projekt, als man den Verein auch umbenannte in SC Niederösterreich Admira Wacker. Auch das hat nicht wirklich funktioniert. Man wollte eben so die Admira so ein bisschen zum Aushängeschild der Region machen, also zum niederösterreichischen Aushängeschild. Das Problem ist eben die Nähe zu Wien, die Wurzeln zu Wien und natürlich auch die Konkurrenz zu Wien. Also wenn man sich fantechnisch Rapid und Austria eben links und rechts quasi in unmittelbarer Nähe dann anschaut, dann ist es natürlich ein bisschen Pech auch für die Südstädter, was den Standort eben betrifft. Auch interessant, der Sitz der Admira liegt übrigens in Mattersburg. Auch das habe ich nicht gewusst. Also da merkt man schon, also es fehlt so ein bisschen an der Identifikation mit dem Verein, wie es ausschaut. Allerdings muss man sagen, tun die Südstädter auch aktuell alles dafür, damit das wieder funktioniert. Man hat doch das ein oder andere Mal letztes Jahr in den Europacup wieder reinschnuppern können. Wenn man bedenkt, dass sie eben vor gar nicht allzu langer Zeit auch noch im Cupfinale gestanden sind, das zwar damals gegen Salzburg 0-5 verloren ging, aber immerhin die Admira hat mit relativ wenig relativ viel gemacht, hat auch in der aktuellen Saison eine sehr, sehr junge Mannschaft. Der Altersschnitt der Admiraner liegt bei etwas mehr als 22 Jahren. Also das ist schon für die Bundesliga-Mannschaft, würde ich mal behaupten, eine relativ junge Truppe. Auch der Marktwert ist jetzt nicht der allergrößte, knapp 9 Millionen ungefähr sind sie auch wert, was den Marktwert betrifft. Da sind unsere Blackies natürlich deutlich höher angesiedelt. Und der wertvollste Spieler bei den Admiranern ist mit dem 21-jährigen Jakulisch ein Spieler, der eine knappe Millionen wert ist oder eine knappe Mille wert ist in diesem Sinne. Also man muss schon sagen, die Südstädter machen eigentlich das Maximum in der Richtung aus ihren Möglichkeiten. Jetzt kommen wir aber eben zu unseren Schwarz-Weißen und da sieht die Bilanz gegen die Admira eigentlich ganz gut aus, zumindest die Bilanz aus der Vorsaison. Da hat man nämlich 3 der 4 Duelle gegen die Südstädter gewinnen können, sogar die letzten 3 Partien hintereinander. Der letzte Sieg im Mai 2018 gegen die Südstädter zu Hause, das war ein 2-0, das war der letzte Heimsieg in der abgelaufenen Saison im letzten Heimspiel. Aber Statistiken sagen ihm leider nicht sehr viel aus, vor allem wenn eben das nächste Duell aufeinander wartet. Und da sieht es auf jeden Fall zumindest mal personell nicht so schlecht aus bei unseren Blackies, so wie eigentlich immer, außer Jakob Janscher, der sowieso langzeitverletzt ist, sind alle an Bord, zumindest was den Stammkern betrifft. Die Baustellen sind eigentlich immer die gleichen. Siebenhandel sowieso im Tor, das passt. In der Abwehr wird man, wenn es wieder eine Fünferkette werden sollte, wovon ich jetzt mal ausgehe, mit Spendlofer, Marisic und natürlich dann auch mit Avlonidis, wieder den obligatorischen Stamm in der Innenverteidigung geben. Rechts Koch außer Form, links hier Länder, der das Loch eigentlich komplett stopft, weil eben Ferreira im Moment noch nicht wirklich seine Bundesliga-Tauglichkeit unter Beweis stellen konnte und eben weil man anscheinend von Schrammel auch nicht wirklich überzeugt ist in dieser Richtung, zumindest nicht als Stammspieler für die linke Position hinten, muss man sich eben dann seine Gedanken machen. Ich gehe davon aus, dass Hirländer wohl wieder spielen wird. Allerdings muss ich sagen, weil ich eben auch das Black FM Interview mit Günter Kreisel natürlich verfolgt habe und Kreisel wirklich sehr überzeugt von der Qualität Ferreiras zu sein scheint,
ja, dass Ferreira dann auch einfach mal spielen soll. Es hilft ja dann auch nichts. Irgendwann muss er eben sich an die Bundesliga akklimatisieren und natürlich besser früh wie spät, das ist ganz klar. Und ja, da hoffe ich eben, ja, dass man langsam dann auch da was sieht auf dem Platz, denn es hilft natürlich nichts irgendwie an die Qualitätsbekundungen. Ich glaube auch, dass man sich schon was gedacht hat dabei, dass als man Ferreira verpflichtet hat, aber er ist ja nicht der einzige von den Neuen, die noch nicht so wirklich funktionieren. Und ja, da braucht er wohl einfach Spiele. Also über die Tribüne wird er sicher keine guten Leistungen auf dem Platz zaubern können. Von dem her ja, soll er dann doch einfach in die Startelf und dann hoffentlich beweisen, was er wirklich drauf hat. Und dann wird auch die Kritik relativ schnell verstummt sein, gehe ich davon aus. Im Mittelfeld, ja, da sieht es, glaube ich, auch nicht so schlecht aus. Da hat man mit Kitaishvili und Schul vor allem extreme Qualität. Dazu entweder Lagner oder Lovric. Lagner eben gegen seinen Ex-Verein wäre wohl eine ganz interessante Variante. Für mich vielleicht beim Auswärtsspiel die etwas logischere, obwohl Lovric wohl nach vorne mehr Qualität aufzuweisen hätte. Und ja, wenn man sich den Angriff selber ansieht, also den Sturm, da ist Grozurek aktuell ja so ein bisschen gesetzt. Da hat man auch ein paar Optionen. Wenn man eher einen schnelleren, wuseligeren Spieler möchte, dann wäre Philipp Hosina natürlich so die logische Wahl. Das Problem bei Hosina im Moment ist er einfach ja glücklos wie sonst was, aber ist wie gesagt bei den Neuzugängen nicht der einzige. Ansonsten hätte man, wenn fit, Ese, der sicher ein Kandidat dann für die Startelf wäre, aber wie gesagt, Fitnesszustand ist immer so eine eigene Sache, kann man von außen schwer beurteilen natürlich. Und ja, natürlich hat man sonst noch mit Markus Pink auf jeden Fall einen obligatorischen Goalgetter vorne, der dir allerdings für das Spiel selber wohl nicht so extrem viel hilft. Also Pink jetzt sicher nicht der große, wendige Wusler, der jetzt technisch die komplett feine Klinge hat, aber er macht seine Sache bis jetzt ordentlich, sorgt für Gefahr, trifft auch eigentlich recht regelmäßig als einziger so ziemlich vorne da von den richtigen Stürmern, wenn man so möchte. Grozurek ist ja so spurweit umfunktioniert, wenn man so will. Würde ich jetzt einfach mal sagen, obwohl er auch bei der Pressekonferenz gemeint hat, dass er jetzt nicht unbedingt als linker Flügel zu Sturm gekommen ist. Also vielleicht wurde das nur nach außen nicht konkret genug formuliert oder kommuniziert. Aber ja, was soll's? Auf jeden Fall, ja, muss man eben dann gucken, wie das Ganze dann ausschaut. Qualitativ sind wir vor den Südstädtern normalerweise zu stellen, aber es müssen eben auch Einsatz und Leidenschaft zu 110% auf den Platz gebracht werden und natürlich auch, ja, diese Schwächephasen, die man unerklärlicherweise immer wieder hat, die müssen eben auch noch ausgemerzt werden. Dann steht einem Auswärtsdreier in der Südstadt, würde ich persönlich mal sagen, nichts mehr im Wege. Und von dem her war es das dann auch schon fast wieder von mir. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zur aktuellen Partie sagt. Holen wir den Dreier in der Südstadt? Geht es endlich wieder langsam bergauf mit unseren Schwarz-Weißen? Oder ja, wird sich da, ja, das Ganze weiter verschärfen? Eins ist klar, wenn man in der Südstadt nicht gewinnt, dann wird die Stimmung schon ein bisschen angespannt sein. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Und ich würde sagen, von dem her war es das dann jetzt auch schon endgültig wieder von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal nach dem Spiel hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die schwarzen Gämmerburschen. Und bis dann. Ciao, ciao.